Servus Leute, heute bin ich in Schachten bei Altfraunhofen, das ist bei Landshut in Niederbayern und ich schaue mir heute mal den 3D-Parcours Schachten an. Ich will gar nicht so viel erzählen, das mache ich noch alles im Fazit. Wir haben hier teils Stationen auf Wiese und teils in den kleinen Wald hier hinter mir. Die schaue ich mir jetzt mal an. Ja, und dann nehme ich euch mit die besten, die meiner Meinung nach besten und schönsten Stationen werde ich da filmen und wie immer im Django-Style ab und zu, wie oft weiß ich noch nicht, das entscheide ich spontan, ab und zu werde ich dann anhalten und eine One-Take-Aufnahme machen, damit ihr auch seht, dass ich da wirklich schieße und nicht irgendwie bescheiße. Ja, und sonst alles Wichtige gesagt, alle Infos zum 3D-Parcours Schachten, natürlich unten in der Video-Info, da ist der Link zur Homepage, da findet ihr alles, was wichtig ist, wenn ihr hier schießen möchtet. Ja, und dann würde ich sagen, dann lege ich gleich mal los und dann sehen wir uns im Fazit. Leute, hier mache ich mal meine erste One-Take-Aufnahme. Ihr seht, ich bin jetzt mittlerweile im Wald. Ich zeige noch ein bisschen was von der Wiese im Anschluss. Entweder vor oder nach dem Fazit, das weiß ich noch nicht. Es war bloß von den Lichtverhältnissen schwierig zu filmen. Deswegen ziehe ich den Wald jetzt mal vor. Und ich schieße jetzt auf eine Wildkatze. Ach übrigens, hier im Wald ist Freestyle gestellt. Ja, ich schieße jetzt quasi knapp 12 Meter auf die Wildkatze. Draußen auf der Wiese ist nach WA gestellt. Entschuldigung. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel WA trainiert. Natürlich nach IFAA. Das heißt, die großen Ziele wie Eisbär und Hirsch und solche Sachen, die stehen bei der Maximalentfernung, roter Pflock, so auf 50, 54 Meter. Und was ich geschossen habe, das blende ich euch ja ein. Also das habe ich ja ausgemessen, den blauen Pflock. Da gibt es dann keine Frage. Ich erkläre das im Fazit nochmal. Und jetzt schieße ich mal die Wildkatze auf 12 Meter. Das ist natürlich eine Entfernung, die mir als WA-Schützen entgegenkommt. Und trotzdem habe ich jetzt mies geschossen. Deswegen jagen wir gleich noch mal einen hinterher. Ah, der war etwas besser, hoffe ich zumindest. Aber wir gucken uns das mal an. Ich nehme euch jetzt mit vor zum Ziel. Nicht erschrecken, es wird mal kurz wackelig. Einmal kurz wackelig. So. Dann passe ich auf, dass ich nicht wieder den Kameraschwenk zu schnell mache. Da motzt immer meine Kamera. Und jetzt gucken wir mal, so sieht es hier aus im Parcours.
in Schachten. Ja, und der erste war Körper. Und der zweite war sogar im Spot, im Kill. Der war nicht nur ein bisschen besser, der war richtig gut. So Leute, hier mache ich noch mal einen One-Take. Ich gebe jetzt keine Entfernung an. Es werden so wieder so 12, 13, 14 Meter ungefähr sein. Keine Ahnung. Ich will diese Station unbedingt filmen, dass ihr mal seht, dass man auch auf kleinsten Raum, wenn man nicht so ein riesen Areal hat, einen Parcours trotzdem geil stellen kann. Eigentlich ist der Pflock hier oben, diese Treppe hier hoch und durch diesen Baum durch aufs Ziel. Ja, das kann ich jetzt leider nicht filmen, weil gegens Licht, ihr würdet nichts sehen. Ja, aber ich will den Schuss trotzdem machen. Ich mache ihn halt jetzt von hier unten. Weil wenn ich darauf gehe, seht ihr mich nicht mehr. Das ist ja auch Quatsch. Aber die Entfernung ist ungefähr gleich, nur dass man eigentlich leicht berg abschießt. Und dann zeige ich euch mal, wie das hätte ausgesehen, hätte ich es filmen können. Ja. Jetzt wird mal wieder kurz wackelig, nicht erschrecken. Einmal die Kamera abschrauben. So. Und dann gehen wir mal zum Ziel. Also eigentlich, da müssen wir durchschießen. Durch dieses komplette Gestrüpp. Da ist ein kleines Schussfenster, hier, da kommt ihr durch und dann geht es hier zum Ziel. Ja, cool gestellt, gefällt mir richtig gut. Da sieht man auch, dass man mit kurzen Entfernungen trotzdem schwierig stellen kann. So Leute, nochmal ein One-Take. Jetzt mein zweiter Versuch, hier noch ein paar von der
statt von den Stationen auf der Wiese zu filmen. Ich schieße hier, von hier aus schießt man zwei Ziele. Einmal die Station, also einmal das Ziel 26. Das ist ein stehender B auf 30 Meter und ein Hirsch auf 33,5 Meter, also ungefähr WA-Distanz, also der B genau, WA, also es kommt mir entgegen, ne, der WA-Schütze. Und dann mache ich jetzt mal so einen One-Take-Schuss, gucken wir mal, ob ich was treffe. Also, erst den B, 30 Meter, gegen die Sonne, also ein schwieriger Schuss. Oh ja, der war gut. Der war gut, den lassen wir so. Und dann den Hirsch. Ein bisschen minimal über WA, aber das sollte trotzdem kein Problem sein. Hoffe ich. Ja, ich glaube Nebenkill, aber kein schlechter Schuss. Nehmen wir euch jetzt mal mit vor. Gucken wir uns mal an, wo genau ich getroffen habe. Nicht erschrecken, es wird wackelig. Ich weiß, ich sage das jedes Mal. Aber es soll ja auch schreckhafte Zuschauer geben. So, und da ist das Bärchen. Und ich würde sagen, Kill auf 30 Meter. Natürlich gibt es auch noch einen Flock, der weiter entfernt gestellt ist. Der müsste dann so um die 50 Meter sein, für die, die lieber weit schießen. Und natürlich ist auch ein Anfängerpflock, ist auch da. Und dann gehen wir mal zum Hirsch. Ja, wie ich vermutet habe, knapp neben den Kill. So Leute, hier mache ich mal mein Fazit zum Schachten 3D-Parcours oder 3D-Parcours Schachten. Mir hat es richtig gut gefallen, hat mir Spaß gemacht, vor allem der Teil im Wald. Ja, auf der Wiese muss man ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen Pflock erwischt und nicht ein paar Meter zu weit läuft. Dass man schon in der nächsten Spur ist, aber auch das ist gut gelöst. Man fängt auf der einen Seite an, dann zur anderen, dann wieder zur anderen. Also, hier, also drüben ist Station 1, dann hier 2, dann wieder da 3 und 4. Also eigentlich ganz einfach, nur wenn man so ein Schussbattel ist wie ich, kommt man auch mal in die andere Spur. Ich zeige euch am Anschluss an dieses Fazit auch noch ein paar Stationen auf der Wiese. Ich hoffe, es funktioniert, weil die Sonne steht echt ungünstig zum Filmen. Ich sehe das auf meinem kleinen Display ganz schwierig, ob die Aufnahme was wird oder nicht. Gut. Viele werden vielleicht kritisieren, oh ja, ich will aber, wenn ich Parcours schieße und 3D schieße, will ich unbedingt in den Wald. Ja, also deswegen eins vorneweg, es gibt natürlich spektakulärere Parcours, das ist ganz klar. Ja, also wenn ich da an Schloss Gudeneck denke oder an Archery Parks oder Christes, wie sie alle heißen. Aber ein Parcours auf engstem Raum, wo ich kaum laufen muss, ja, spart mir halt eine Menge Zeit. Das heißt, wenn ich ambitioniert schießen will, das Meisterschaften oder sowas, für Training ist das hier perfekt. Ja, weil ich ja kaum laufen muss zwischen den Stationen, ich habe ständig einen Schuss. Ja, und es ist zwar nach IFAA gestellt, aber auch WA trainieren wäre hier überhaupt gar kein Thema. Ja, da geht man halt ein bisschen weiter vor.
Also mir fällt jetzt keine Station ein, wo es nicht machbar wäre. Wegführung auch, also ist perfekt. Im Wald sieht man teilweise, also mir ist zwei, dreimal passiert, dass ich an so einem Pflock vorbeigelaufen bin, weil das ist ein gelb lackierter Pfeil, der in den Boden gerammt ist. Aber es ist nicht so, dass man den Pfeil jetzt wahnsinnig groß suchen muss. Das ist nur, wenn man unachtsam ist, so wie ich. Beziehungsweise, was heißt unachtsam? Ich habe mich halt aufs Filmen konzentriert und konzentriert sich auf die Kamera und dann ist es halt zwei, dreimal passiert, dass ich ein paar Schritte zu weit gelaufen bin, aber kein Verirren möglich. Also auch das hier richtig, richtig gut. Und natürlich eignet sich es auch für Anfänger. Ja, fast noch mehr wie für Profis, die trainieren wollen. Anfänger sind halt hier richtig gut bedient, ja, weil auf der Wiese hast du überall Backstops. Ja. Selbst wenn du das Ziel nicht triffst, musst du keinen Pfeil suchen. Ja, im Wald genau dasselbe. Ja, das ist so, das ist ein bisschen das Problem von den spektakulären Parcours. Ja, du hast selten Backstops und wenn du dann einen Fehlschuss hast, was ja Anfänger häufiger passiert, wie jemanden, der schon länger schießt. Und deswegen bietet es sich hier an. Außerdem werden hier Kurse angeboten. Ich verlinke die Homepage unten in der Info. Schaut euch alles an. Da steht, wo ihr euch anmelden müsst, wie ihr den Parcours bezahlen könnt, wo ihr und was für Kurse ihr buchen könnt. Eine gut gemachte Homepage. Ich verlinke sie unten in der Video-Info. Ja, wie gesagt, Anfänger und Ambitionierte, die trainieren wollen, ist das hier ein super Gelände. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich schieße den Parcours heute Abend nochmal mit dem Christian. Mit dem habe ich zusammen bei der Meisterschaft, sowohl bei der bayerischen als auch bei der deutschen Meisterschaft geschossen. Weil Film ist jetzt nicht wirklich Schießen. Ne? Also da lässt man mal eine Station aus, weil man sie nicht filmen kann und so. Und das ist jetzt für mich nicht so der Hit, deswegen schieße ich den heute nochmal. Gehen wir nochmal zu zweit in den Balkon, gucken wir mal, wer mehr Punkte schießt. Aber mir hat es richtig Spaß gemacht, das Film, ja, weil kurze Wege, schön gestellte Stationen. Und ich zeige euch jetzt im Anschluss ans Fazit noch ein paar Tiere hier auf der Wiese. Also ich versuche es zumindest. Ich hoffe, dass das funktioniert. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr solche kleinen Parcours findet. Zum Training, für Anfänger. Ja, schreibt mir mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache, dürft ihr gerne mal auf Abonnieren klicken. Ist gratis. Und wenn ihr von YouTube informiert werden wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann müsst ihr auch die Glocke aktivieren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Knock on und alle ins Kill.